Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, Herr Wehrbeauftragter, Sie haben es eben in einem Halbsatz gesagt, und deswegen will ich es hier noch einmal etwas deutlicher formulieren. Es ist nicht einfach nur der nächste Jahresbericht, den Sie vorlegen, sondern Ihre Institution, die Sie, lieber Herr Bartels, derzeit repräsentieren, begeht den 60. Jahrestag. Und sie ist damit nicht nur für unser Parlament, sondern für unsere Streitkräfte eine wirklich wichtige und ich darf sagen unverzichtbare Institution geworden in diesen Jahrzehnten. Und deswegen Ihnen und auch allen, die für Sie und mit Ihnen und Ihren Vorgängern, die für unsere parlamentarische Armee gestritten haben, ein herzliches Dankeschön. Wenn man auf diese 60 Jahre schaut, wird man feststellen können, dass die Fragen, mit denen Sie sich beschäftigt haben und Ihre Vorgänger sich verändert haben, immer wieder standen andere Aspekte im Fokus. Aber eins hat sich nicht verändert. Sie waren stets Fürsprecher für unsere Soldatinnen und Soldaten und auch Ratgeber für das Ministerium und für das Parlament. Und auch der aktuelle Bericht tut ja genau dies. Er legt auch den Finger in die Wunde. Er mahnt uns auch, anspruchsvoll zu bleiben bei der Umsetzung der Trendwenden. Zu fragen, geht das nicht noch schneller? Müssen wir ambitionierter sein? Und damit betonen Sie das, was die Ministerin auch formuliert hat. Es gibt eben derzeit Licht und Schatten. Wir kommen voran, aber nicht so schnell, wie wir uns das selber wünschen. Und wir müssen uns jeden Tag fragen, was wir besser machen können. Reicht es, dass jede Woche ein Panzer, jeden Monat ein Luftfahrzeug, jedes Jahr ein Schiff kommt? Bei den großen Lücken, die unsere Streitkräfte beim Material und der Ausstattung immer noch verzeichnen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe gemeinsam für das Ministerium und für das Parlament, sich zu fragen, was wir besser machen können. Traditionell steht beim Wehrbeauftragten aber nicht das Material im Fokus, sondern die Menschen in der Bundeswehr. Unsere Soldatinnen und Soldaten, aber sicher auch die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen ist es gut, dass Sie auch über das Thema Nachwuchsgewinnung immer wieder mit uns reden. Und das Parlament hat ja jetzt mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, dem sogenannten Artikelgesetz, wo wir eine höhere soziale Sicherheit für Soldatinnen und Soldaten im Alter anstreben, mehr Anreize für Reservisten setzen wollen, mehr Geld für die freiwillig Wehrdienstleistenden bereitstellen und eine bessere Karrierechance für Unteroffiziere eröffnen, einen entsprechenden Weg eingeschlagen. Und deswegen hoffen wir auch auf die Zustimmung dieses Hauses. Sie haben auch immer wieder beklagt, die Bürokratie in der Bundeswehr. Und auch da werden wir uns immer wieder fragen müssen, welche Vorschrift ist denn noch notwendig? Und viele Vorschriften sind in der letzten Zeit auch abgeschafft worden. Nur weniger Vorschriften bedeuten natürlich in der Tat mehr Verantwortung. Und Sie haben den Wunsch nach einem Etat für die Kommandeure angesprochen, der wird kommen. Und ich glaube, dem Gedanken der inneren Führung und auch der Auftragstaktik folgend, ist es richtig, dass wir jedem auf seiner Entscheidungsebene auch Verantwortung zutrauen, aber auch zumuten, denn Verantwortung ist etwas Anstrengendes. Und ich würde mir dann wünschen, wenn jemand auf einer entsprechenden Ebene, egal ob im zivilen oder militärischen Strang unserer Streitkräfte Fehler macht, wir uns auch noch mal kritisch prüfen, wie wir dann mit ihm umgehen, wenn er einen Fehler macht. Haben wir da die richtige Kultur, dass jemand nach dieser Verantwortung auch greift, sie annimmt, sie für sich fordert? Da bin ich nicht so sicher. Das eine bedingt aus meiner Sicht das andere. Das hat auch was mit Vertrauen und am Ende mit innerer Führung zu tun. Ein Beispiel für das Thema Bürokratieabbau. Wir haben über das Bewerbungsverfahren und die Einstellung in die Streitkräfte immer wieder diskutiert. Der Personalbogen ist inzwischen von 10 auf 4 Seiten reduziert worden. Die Bewerbungsunterlagen von 13 auf 7 Seiten. Und wahrscheinlich werden wir uns das bei Gelegenheit wieder anschauen müssen. Vielleicht finden wir noch eine halbe Seite, die wir weiter rausstreichen können. Aber ich will das nur als Beispiel benennen für das, was wir künftig auf den Weg bringen wollen. Es gäbe noch viel zu sagen zu Ihrem Einsatz gegen Extremismus in unseren Streitkräften. Ich bin froh und dankbar, dass wir gemeinsam uns einig sind, dass 99% unserer Soldatinnen und Soldaten treu und ihrem Eid gemäß dienen. Ich bin froh und dankbar, dass Sie Ansprechpartner sind, nicht nur für die Männer und Frauen in den Streitkräften, sondern für das Ministerium, aber auch für das Parlament, für die gesamte Regierung, auch für den Finanzminister, wenn es um das
um die Frage geht, ob wir genug Mittel bereitgestellt bekommen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Am Ende, und das ist mein letzter Satz, verkörpern Sie, wie ich persönlich finde, das, was ein wesentlicher Gedanke der inneren Führung ist. Baudissin hat es so formuliert, der Soldat muss in den Streitkräften das erleben, was er tapfer verteidigen soll. Sie sind ein Baustein der freiheitlichen Demokratie, der offenen Gesellschaft, der Werte und die Art, wie wir leben, die unsere Soldatinnen und Soldaten jeden Tag bereit sind zu verteidigen. Und deswegen danke ich Ihnen sehr für Ihre Arbeit. Das Wort hat der Abgeordnete Elsner von Gronow für die AfD-Fraktion.